Hi Leute, das ist der PC, mit dem ich meine Videos gerne tue immer. Es ist ein i9, der jetzt knapp 3 Jahre alt ist. Ich habe ihn noch nie sauber gemacht, der ist schon ein bisschen eingestaubt. Und ich möchte ihn jetzt mal aufmachen, weil ich möchte eine LPT-Box hier einbauen, dass ich da vielleicht doch irgendwann mal den EEPROM-Programmer und andere Hardware, die mit LPT-Anschluss laufen, anstecken kann. Ich staub erst mal dieses Glas ab hier. Das Gehäuse ist gut wartungsfreundlich, wie es aussieht. Hier, das da mal abschrauben. Und das da mal abschrauben. Dann nehme ich dann mal das Glas ab. Das Glas, ich glaube, das geht leicht ab, wenn er steht. Das Glas muss ich aufpassen. So, und so schaut es da drin aus. Genau, sauber gemacht habe ich den noch nicht. Der ist schon jetzt 3 Jahre alt und ich sollte den mal ein bisschen sauber machen, weil er da schon ein bisschen Staub angesetzt hat. Das schaut ganz gut aus. Hier habe ich so eine M2 SSD drin und hier steht JLPT1 und genau da möchte ich das Ding da einbauen. Dazu muss ich wohl hier sowas rausbrechen. Mal schauen, wo ich es hin mache. Also da könnte ich ja noch eine Karte reinstecken, theoretisch da auch. Mache ich es dahin am 3. oder am 4. Mal schauen, reicht das denn dahin? Ich müsste das wohl irgendwie da reinschrauben. Da brauche ich noch eine Schraube hier. So eine Schraube hier bräuchte ich da. Ich mal schauen, ob da irgendwo noch so eine Schraube bei meinem Board dabei ist, in meinem Bordkarton. Dann müsste das da reinkommen. Aber ich glaube, das muss so rein, dass das hier von außen irgendwie drauf ist. Oder braucht man da spezielle Slotbleche? Sieht man auch ein bisschen den Staub. Oh, es hat sich schon verfärbt. Die wird wohl heiß, die Grafikkarte. Okay, aber jetzt gucken wir mal. Das da muss ich dann so anstecken, dass der Pin 1 ist der rot markierte, auf den P1 von den hier drauf ist, LPT1. Und jetzt die Frage, wo ist Pin 1? Ist es da, wo der Pin fehlt? Muss ich mal gucken. Ich glaube, hier ist eine Nase und hier auch. Dann ist der Pin 1 nicht da, wo der Pin fehlt, sondern auf der anderen Seite hier, wo das JCOM1 steht hier. Da ist der Pin 1. Ich glaube, der ist auch markiert. Hier haben wir eine Nase und hier ist auch eine Nase aufgezeichnet. Dann muss das so drauf gesteckt werden. Aber jetzt haben wir schon... Passt das? Passt das denn? Passt der Pinabstand? Passt das? Ich hoffe, dass das passt. Ich denke schon, das kann man nur so draufstecken. Ja, und so gehört es auch, denke ich, drauf. So. Und jetzt muss ich das hier eingebaut bekommen dann noch. Ja, das muss ich dann noch eingebaut bekommen. Okay, schaue ich mal, wie ich es eingebaut kriege. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme das unterste. Ich habe das hier reingedrückt und müsste das hier rausbiegen können, abbiegen können. Und dann muss ich schauen, wie das Slotblech denn da rausgeht. Also wie das da rausgeht. Und ob ich dann das Slotblech dann reinbekomme. Also das da, jetzt ist ab. Okay. Das dann machen wir mal ab. Gut. Und mal muss ich das von außen einbauen. Ich glaube, ich muss das von außen anstauben. Ich hoffe, das passt überhaupt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss das umdrehen. Ja. Ich schau mal, wie ich das. Ich glaube, ich muss das umdrehen da, dass das da reingeht irgendwie. So, das ist die Mainboard-Schachtel. Da habe ich alles Mögliche drin. Das habe ich jetzt mal reingelegt. Da ist sogar noch so eine Slotblenden-Dingsbums da drin. Und das ist, glaube ich, die richtige Schraube. Dann nehmen wir die mal und schrauben die da mal rein. So, dann schauen wir mal, ob wir noch was vergessen haben. Hier habe ich die Schraube reingestoppt hier. Entstauben müsste ich den mal mit dem Pinsel und mit dem Staubsauger. Müsste den wirklich mal entstauben, aber hier das Mainboard schaut ganz gut aus vom Staub her. Auf dem Mainboard direkt ist wenig Staub, auf den Lüftern hat sich Staub abgelagert. Gut, der ist 3 Jahre alt. Hier RAM-Speicher. Jo, dann hier Lüfter. Dann hier, da ist Prozessor darunter. Okay, da ist schon ein bisschen verstaubt. Ich würde sagen, ja, das gehört sich so bei meinem Board, aber ich glaube, es ist da auch schon ein bisschen verstaubt. Hier ist das WLAN-Modul.
Dann hier ein Kühlkörper, der Lüfter setzt auch Staub an. Klar, bei 3 Jahren und ständig in Betrieb könnte ich den echt mal entstauben. Weil da nicht besonders viel Staub drin ist und ich noch keine Temperaturprobleme habe, lasse ich das mal. Und ja, gucken wir mal. Ich würde sagen, baue ich zusammen. Da sind noch Alkos, Elektrolytkondensatoren. Hoffe, dass die recht lange halten. Da haben wir auch Alkos beim RAM-Speicher. Weil irgendwann werden die Alkos, denke ich, schlecht. Dann werde ich die tauschen müssen, wenn ich den PC länger noch betreiben will. Aber ja gut, bei 3 Jahren sollte da noch nichts sein eigentlich. Hätte ja 2 Jahre Garantie, jetzt ist er 3 Jahre alt. Nur ein bisschen entstauben noch und dann passt das. Okay, dann gehe ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und danke an Fluxwerkstatt für diese Kabel da und Blenden. Finde ich super, dass ich jetzt einen LPT-Anschluss im PC habe. Das ist echt toll, wenn ich schon einen LPT-Anschluss auf dem Mainboard hat, dass ich den hier hinten jetzt auch habe. Und ich hoffe, dass ich irgendwie Windows 10 oder so überlisten kann, dass es dann irgendwie funktioniert, dass ich den Programmer trotzdem direkt mit LPT ansteuern kann.